Was geht ab, meine Freunde? Ich brauche einen Friseur, ihr braucht Minzen und oder Galanuszweige und ich zeige euch in diesem Video, wie ihr diese beiden Items gut farmen könnt. So, fangen wir direkt an. Wir befinden uns hier vor dem Wasserturm und wir müssen für die Minzen, sage ich mal, hier zur Fernarchipel. Das ist ja die Insel, wo gerade ihr diesen riesigen Strahl seht. So, sind wir dort angekommen, gibt es eine einzige Sache, die wir machen müssen. Und zwar hier einen Wunschbrocken reinwerfen. Einfach der Vollständigkeit halber, ihr braucht den DLC, um Minzen und Galanuszweige farmen zu können. Muss ich glaube ich nicht erwähnen, aber ist vielleicht für manche nicht selbstverständlich, wenn sie auf dieses Video klicken. Hier überall auf dem Boden glitzert es, sprechen wir die mal an. Ah, haben wir schon die ersten Minzen. Und das machen wir jetzt mal eine Runde. So, Galanuszweig, Numero Uno, eine Portion Energiestaub. Wunschbrocken, gut, da haben wir wieder den Verlust weggemacht. So, und das war die erste Runde. Ein Galanuszweig und eine Minze. Grundsätzlich können hier immer täglich 0 bis 4 Minzen spawnen. Und ja, es kann jede Minze spawnen. Es kann Scheumünze spawnen, Hartminze, Kühn, Still, alles Mögliche. Okay, und wie wir jetzt das Spiel dazu bringen, dass jetzt direkt wieder Batterieleistung lässt nach. Mashallah, mach nochmal. Wie wir jetzt das Spiel dazu bringen, dass jetzt die Items wieder neu spawnen, ist ganz leicht. Wir sprechen hier den Raid an. Falls der leer ist, einfach einen Wunschbrocken reinwerfen. Drücke auf Mitspieler suchen. Und skippen den Tag einen Tag. Bam. So. Gut. Das allein reicht nicht, damit die Items wieder spawnen. Wir müssen noch ins Poke-Camping. Einfach rein. Und wieder raus. Und voila, jetzt sind die Items wieder da. Und jetzt drehen wir eine neue Tour. Glas Honig. Weiteren Galanuszweig. Solo-Münze. Gut, das ist eine sehr, sehr schlechte Münze. Wunschbrocken. Geil, jetzt haben wir sogar schon plus 1 gemacht. Energiestaub. Und Naivmünze. Haben wir dieses Mal schon 2 gemacht. Und das ist der Trick. Und das könnt ihr jetzt auf der ganzen Insel machen. Hier den Balsamsumpf kann ich euch noch empfehlen für Zweige und Münzenfarm und den Fokushof kann ich euch auch empfehlen. Dort einfach den Raid ansprechen, der euch am nächsten ist, dort den Wunschbrocken reinwerfen und die Taktik eben dort machen. Und dann möchte ich euch nicht länger aufhalten, Leute. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da, würde mich sehr freuen. Abonniert den Kanal, wenn noch nicht getan, würde mich ebenfalls sehr freuen. Geht gut ab die letzten Tage. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder oder auf Twitch, Leute. Haut darin.